Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Soul Reaver aus der Legacy auf Kainreihe. Wir begeben uns jetzt mit unserer neuen Fähigkeit, die wir letztes Mal von Melchior, unserem lieben Bruder, mit dem wir uns so gut verstanden haben, bekommen. Mein Gott, das war ein langer Satz. Begeben wir uns mal in ein Gefilde, wo wir uns am Anfang schon befunden haben. Muss mal eben hier kicken, welches war das? Das war es nicht. Das müsste es gewesen sein. Ey! So, gehen wir mal hindurch. Denn jetzt kommt ein wieder mal netter Aspekt. Jetzt müssen wir erstmal wieder Steuerung zusammenfinden. Jetzt kommt erstmal wieder ein netter Aspekt des Spiels, wo es wieder ziemlich interessant wird, meiner Meinung nach. Und den wollen wir uns doch gleich mal fügen. Wo sind denn unsere Dumain? Keine? Doch, da ist einer. Spacko! Bin ich hier überhaupt richtig? Scheiße. Ich weiß nicht, um den Umzug. Ich muss auf jeden Fall wieder zurück zu diesem Gemäuer, wo wir am Anfang waren. Das müsste hier... Ja! Glück gehabt. Einmal Glück in Unglück. Denn mit unserer neuen Fähigkeit wechseln wir uns mal eben wieder in die spektrale Welt. Gott sei Dank, der uns nicht mehr erreichen können. Und schnappen uns mal dieses Teil. Sogar schon der richtige. Mit diesen Artefakten stärkst du dein Durchhaltevermögen und kannst deine materielle Manifestation länger aufrechterhalten. Sammle 5, um das Emblem zu vervollständigen und deine Kraft zu stärken. Ich weiß gar nicht mehr, wo die alle sind, da muss ich mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal. Hier ist Lachs, 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 Lachs. Ah ne, das ist Sluach, ne? Na komm. Wirst du wohl. Down. Down, 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 down. Ich glaube, hier ist unklug, sich hinzustellen, aber machen wir mal. Oh. Ja, jetzt sind nämlich die Duma-Tiere hier. Die Duma-Tiere. Einmal mit. Nein. Nein, das wollte ich. Fail. Fail, aber richtig Fail auf. Jetzt komm her. Alter, jetzt mach keinen riesigen Bogen. Kann ich nochmal die Kamera drehen auf STRG, ne? Dann kommt hier ein Dummies. Ihr Dummies. Na komm, einer nach dem anderen, aber bitte. Komm, fall da unten rein. Du bist so ein Wichtle. Komm, grab den los, schnell bevor der andere wieder wach wird und Schmitty. Mein Gott, ich drücke immer die falschen Tasten. Fly away. Dankeschön. Und somit kommen wir weiter in diesem. Ach, nicht noch einmal. Ach, komm schon. Wo sind denn die Seelen jetzt hin? Ich höre sie doch hier rumfliegen. Nicht darunter festpacken. Schön hochkommen. Komm zum Papa. Komm zu Papa. Kommst du woher? Mein Gott. Wo stand denn jetzt der andere Duma-Typ? Da unten liegen zwei Verkohlte. Da wo. Mit denen können wir aber nichts anfangen. Wir schnappen uns den. Ne, wir ignorieren den. Ich habe gerade keine Lust. Noch einer. Yay. Aber der ist mir auch Pommes, denn ich gehe jetzt immer schön durch die Wand. Mit dem Kopf durch die Wand. Da 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 da. Wie gut, dass die Dumas hier nicht herumdümpeln. Ach ja. Ach ja. Bin nur ein bisschen müde, deswegen auch ein bisschen stiller. Komm mal her. Jetzt wird's schwierig. Jetzt werde ich gleich so oft abkratzen, das ist schon unmöglich. Ich glaube, das wird nämlich hier im Computerspiel mit der Kamera allein noch schwieriger. Dann stellen wir uns den mal. Raziel. Kain!
Der Abgrund war ungesund. Ich bin deine Schöpfung, Kain. Du kritisierst dein eigenes Werk. Was hast du meinem Clan angetan, Entarteter? Du hast kein Recht. Was ich erschaffen habe, kann ich auch vernichten, mein Kind. Verflucht seist du, du bist kein Gott. Wie kannst du ganze Völker gewissenlos morden? Gewissen? Du wagst es, dieses Wort zu führen? Nur wenn du die volle Bedeutung der Wahl verspürt hast, solltest du es wagen, mein Urteil in Frage zu stellen. Deine Lebensspanne ist nur ein Wimpernschlag, verglichen mit all dem Zweifel und Bedauern, das ich mit mir trage, seit mir Mortanius einst das Licht verweigerte. Zu wissen, dass das Schicksal der Welt von der Klugheit all meiner Handlungen abhängt, wagst du zu ermessen, wie schwer ich an meiner Wahl trage? Meine Wahl wäre eine andere, Kain. Schau dich um, Raziel. Schau, was aus unserem Reich geworden ist. Dies ist das Ende eines Zeitalters. Die Clans sind in alle Winde Norsgards verstreut. Dieser Ort hat keinen Nutzen mehr. Genau wie du. Der Soul Reaver, Kains Klinge aus grauer Vorzeit. Älter als jeder von uns und tausendmal tödlicher. Die Legende besagt, dass die Klinge verteufelt war und wuchs, da sie die Seelen ihrer Opfer verschlang. So tapfer wir uns auch gaben, wir wussten, was es hieß, wenn Kain in seiner Wut den Soul Reaver zog. Es bedeutete das unmittelbare Todesurteil. Ja, genau das ist es nämlich auch. Wunderbare Mundbewegungsanimation. Nein, 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 nein. Nein, Alter, 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 das hat. Wir müssen den jetzt nämlich ganz schnell ausfindig immer machen. Dann zu dem hinrennen. Den in die Fresse punchen, weil er uns sonst nämlich umbringt. Mit einem Schlag, der one-hittet uns nämlich. Und jetzt ist schon nämlich zu spät, weil ich nämlich jetzt schon keine Ahnung. Ach, er hat mich nicht getroffen, der kleine Bastard. Ich glaube, wir müssen den dreimal treffen. Nein! Scheiße! Genau das meine ich. Jetzt ist der Bastard nämlich auch noch hier. Alter, wo ist der hin? Nein, 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 das ist... Gegen den... Scheiße, auch das noch. Kehr zum Heiligtum der Clans zurück, Raziel. Durch welcher Seele hast du die Möglichkeit, dort hineinzugelangen? Doch nimm dich in Acht. Diese Ruine ist zwar verlassen, nicht aber unbewohnt. Da du in meinem Namen handelst, kann dich der Tod nicht berühren, Raziel. Deine Feinde können dich nicht vernichten. Wirst du aber zu schwach, zieht es dich stets wieder hierher, damit du dich neu stärken kannst. Mit welcher Gabe steht der Weg dir offen? Naja, Leute, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder im Schloss bin und wieder dem Ollen auf den Ollen Recken eins aufs Maul haue. Bis gleich. So. Mein ungeratener Sohn ist wieder da. Wo ist er diesmal? Fick dich, Schlag. Oh, du kleiner Hurenkind, echt. Alter, jetzt. Verpiss dich, du kleiner, mieser Hurenknödel hier. Boah, wie ich dieses Tier hasse. Wir müssen den dreimal punchen und er schickt uns mit einem sofort ins Exil. Das ist. Komm schnell. Wow. Ich glaube, diesmal taucht er da auf. Nee. Da. Yes. Der
Der Soul Reaver ist bezwungen. So geht es dann weiter. Und wir sind der Vollendung unseres Schicksals einen Schritt näher gekommen. Ich schwöre, ich sah ein zufriedenes Funkeln in Kains Auge, als der Soul Reaver vernichtet wurde. Ich verstand nicht, welches Spiel Kain spielte, aber ich wusste, was zu tun war. Und in aller Ewigkeit bist du mit dieser Klinge untrennbar verbunden. Soul Reaver, der Seelenräuber und Rasgen, eure Schicksale sind miteinander verwoben. Als du das Schwert zerstörtest, befreitest du es aus einem körperlichen Gefängnis und gabst ihm seine wahre Gestalt zurück. Eine Geisterklinge. Ihre Energie ist ungebunden. Es ist keine materielle Klinge mehr und kann sich daher nur auf der materiellen Ebene manifestieren, wenn du ganz bei Kräften bist. Einmal manifestiert, wird es dich bei Kräften halten. Was bist du, kleine Seele? Eines von Kains Geschöpfen gekommen, um diese gefesselte Erscheinung zu quälen? Ich hatte nicht vor, deine Ruhe zu stören. Ruhe? Für den Schlaf braucht man einen Körper. Fleisch und Blut braucht man, um zu ruhen. Nein, Kind. Alles, was ich kann, ist beobachten und mich erinnern. Stets ganz bewusst. Während sich die Geschichte dieser elenden Welt vor meinen Augen entfaltet. Grässliche Vergangenheit, unerträgliche Zukunft. Sind sie ein und dasselbe? Bin ich denn immer hier? Was ist geschehen, dass du bei diesen Säulen spukst? Kain verweigerte das Opfer. Die Säule des Gleichgewichts, bis ins Innerste verfault, bildet ein Mahnmal für seinen blinden Ehrgeiz. Jetzt dienen diese Säulen nur dazu, mich hier gefesselt zu halten, in meinem Gefängnis, dank der Gier deines Gebieters, Kain. Dieser Teufel hat keinen Anspruch auf meine Loyalität. Dann haben wir einen gemeinsamen Feind, Raziel. Kehre zurück, wenn du meine Hilfe benötigst. Ariel erinnert sich an das, was andere längst vergessen haben. Ja, das stimmt. Wie ich auch schon in meinem Review oder meinem letzten Test von Blood on Omniscide gesagt habe, ist das diese Ariel, die am Anfang von Vorador vernichtet worden ist bzw. gestorben ist. Ja, und sie erzählt uns gerade noch, dass Kain am Ende von Blood on, wie gesagt, sich dem verweigerte, dem Opfer, und damit auch hier diese Herrschaft übernahm, was ich euch alles vorgeklabert habe, ne? Leider kann ich ja dieses Spiel nicht spielen. Ich habe mich zwar erst dagegen gestrebt, aber dann habe ich gedacht, okay, besser lieber doch. Wir haben jetzt unsere neue Klinge. Die ist aber leider nur da, ich weiß jetzt nicht, ob der Ältere das gesagt hat. Die ist leider nur da, solange wir volles Leben haben. Sobald unser Leben leer ist, ist auch vorbei mit der Klinge. Leider, leider. Aber ich meine, die Klinge, die würde nicht verschwinden. Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich meine aber, durch das Erhalten dieser Klinge würde unser Leben jetzt nicht mehr sinken. Es sinkt halt dann immer nur, wenn wir getroffen worden sind. Danach sinkt es dann noch. Huch, Frames gibt's. Muss doch sowieso noch vorne damit. Auf jeden Fall, die Klinge sind einige stärker. Und hier haben wir sie natürlich. Unendlich ist natürlich von Vorteil. Ach ja. Es ist so eine schöne kleine Nebenwaffe, aber dazu darf man nicht getroffen werden. Das ist das Blöde an dieser Waffe eigentlich. Übermächtig stärker als der Käsepiker, aber... Die Festung deines Bruders Sephon liegt weit im Osten, jenseits der Ruinen, die du bei deiner Ankunft aus der Unterwelt erblicktest. Er und sein Bruder haben sich in einer verlassenen Kathedrale eingenistet, nachdem sie deren menschliche Wächter erschlagen hatten.
Der kommt, da bin ich wieder. Danke. Ja, das stimmt. Wir machen uns nämlich jetzt auf, unseren lieben Bruder Zephon zu finden. Den zweiten entstellten, veränderten Typi, der sich in der sogenannten Orgel verschanzt hat. Ich glaube, die Türen kriege ich gar nicht so auf, ne? Natürlich nicht. Man kann natürlich... der Geister wird nicht bewegen. Nee, der hat sich in der Orgel verschanzt. So nennt sich diese Festung. Das ist ein riesiger Orgelkomplex. Also es ist wirklich eine große Orgel. Ich muss nur gerade überlegen, wo ich diese gefunden habe. Ob es jetzt sinnvoller ist, zum ersten Point zurückzugehen. Ach komm, wir machen einfach mal. Ich beende den Part einfach, wenn wir dann vor der Orgel stehen. Ich habe es auch noch nicht oft genug gesagt, denke ich mal, dass es die Orgel ist. Jetzt reicht's aber auch. Dann schauen wir mal. Genau da will ich hin. Und sofort sind wir wieder hier in dieser komischen... Wo lang muss ich denn jetzt? Oder gehe ich hier zum Älteren zurück, oder... Ne, hier ist richtig rum. Gut. Am Anfang, wo wir zum ersten Mal in die spektrale Welt gereist sind. Da, wo sich die Säulen so schön verbogen haben und alles Mögliche. War das schon hier? Ne. Jetzt einfach nur das Seelengefäß. Da war ein Gitter, wo wir zuvor noch nicht durchkamen, sondern jetzt nur durch die Fähigkeit Melchias. Und durch dieses Gitter müssen wir jetzt schreiten, um zu Zephons Orgel zu kommen. Hört sich jetzt komisch an, Orgel. Ne, da denkt man erst einmal an Kirche und so ein Quatsch, aber das ist eine Orgel, die in einen, die aus einem Berg gehauen wurde, glaube ich, von den Seraphanen, Vampirjägern oder wie die auch, was das auch immer für welche sind. Euch will ich nichts zu tun haben. Und in diesem Komplex hat sich in der obersten Etage der liebe Zephon eingenistet. Ich glaube, es wird sogar kühl. Nee, doch nicht. Da sind es ja, die Säulen. Hier müsste das nämlich sein. Ja. Ja. Warte mal, dann brauche ich. Komm her. Da. Da müssen wir hin. Und durch. Wie Butter, sage ich euch. Wie Butter. Oh, ich bin überlegen, soll ich den Tempel jetzt eigentlich komplett spielen? Also nach diesem Part, weil der nimmt viel Zeit in Anspruch. Das ist ein bisschen blöd. Kann ich mich eigentlich umgucken? Also das ist die Orgel. Man kann es jetzt nicht genau sehen, aber man sieht drinnen gleich, dass das alles Orgelkomplexe sind. So, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier den Part. Wir sind jetzt auch schließlich bei, ja, knapp 20 Minuten. Dann habe ich ja wenigstens meinen Zeitobolus erfüllt. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Hauen Sie rein, liebe Leute, und danke fürs Zugucken. Ciao.